kommen wir zum Probelauf. Während des Probelaufs versuchen wir herauszufinden, wie viel Behälter wir brauchen, um eine konstante Luftfeuchtigkeit von 60% und 80% zu erreichen. Um die Luftfeuchtigkeit zu überprüfen, gehen wir erstmal sicher, dass die Hygrometer auch den richtigen Wert anzeigen. Der linke Hygrometer zeigt zum Beispiel 67, der rechte 57. Das zeigt uns also, einer von beiden funktioniert nicht richtig, zeigt nicht den richtigen Wert. Um das Ganze zu überprüfen, wickeln wir den Hygrometer in einen feuchten Lappen ein und warten eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Das Hygrometer sollte dann eine Luftfeuchtigkeit von 95% anzeigen. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir entweder den Hygrometer verstellen oder halt die Zahl dazu addieren und halt dann subtrahieren. Also hier zum Beispiel haben wir 100%, sollte 95 sein, also muss ich 5% abziehen. Ihr müsst auch aufpassen, der ist jetzt zum Beispiel nicht sehr genau bei den unteren Zahlen. Da wir jetzt wissen, dass die Hygrometer funktionieren, können wir den Inkubator anmachen. Bei der Luftfeuchtigkeit spielt die Wasseroberfläche eine Rolle. Je größer eure Wasseroberfläche ist, desto höher ist die Luftfeuchtigkeit. Also es kommt gar nicht auf die Menge an. Ich benutze für die 60% zwei Plastikbecher an 0,2 Milliliter. Wenn ihr zu wenig Luftfeuchtigkeit habt, müsst ihr mehr Wasseroberfläche reinbringen, entweder durch einen Schwamm oder durch einen weiteren Behälter. Bei zu viel Luftfeuchtigkeit nehmt die Wasseroberfläche raus. Ich würde euch empfehlen, den Inkubator jetzt 2 Stunden lang geschlossen laufen zu lassen, um dann nochmal nachzugucken. In den ersten 14 Tagen solltet ihr eine Luftfeuchtigkeit von 50% bis 65% haben. Das habe ich jetzt erreicht. Daher kann man jetzt auch schon schauen, wie viele Behälter man braucht, um 80% zu erreichen. Bei mir sind es 2 weitere 0,2 Milliliter Plastikbecher. Ich habe jetzt nach weiteren 2 Stunden eine Luftfeuchtigkeit von 74% erreicht. Nach weiteren 2 Stunden würde ich jetzt 80% erreichen. Ich breche das Ganze jetzt aber ab, da ich das Video heute noch hochladen will. Die Temperatur ist dank des Thermostats kein wirkliches Problem. Ohne Thermostat müsst ihr dann selber schauen, welche Einstellung bei euch richtig ist. Als Einschalttemperatur für das Thermostat benutze ich 37,5 Grad. Und die Ausschalttemperatur ist bei mir auch 37,5 Grad. Es kommt dann zu einer Schwankung, so zwischen 37,3 und 37,8 Grad. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Ein Motorbrüter sollte eine Temperatur von 37,6 Grad haben und ein Flächenbrüter eine Temperatur von 38,3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr immer auf den aktuellen Stand meiner Videos sein wollt, könnt ihr unten links meine Videos abonnieren. Auf der linken Seite habt ihr auch noch das nächste und das vorherige Video dieser Reihe. Und auf der rechten Seite habt ihr Playlists über die Kükenaufzucht, die Aquaponik, die Kunstbrut und die Wachtelhaltung.